So, herzlich willkommen, Alpha Centauri, Folge 11, und es geht flugs weiter. Der Krieg mit Young ist gewonnen, und jetzt gilt es, die Truppen zurückzuziehen. Runde beendet. Alles nach Hause machen. Die Friedenstruppen greifen sich an. Drohnenaufstände beendet. Drohnenaufstände im Kollektiv. Okay. Die hungern schwer. Achso, da gibt's keine Wachen. Produktion abgeschlossen. Aerospace Complex. Das ist angenehm, dass du den Aerospace Complex baust. Ich habe. Ich gehe gleich mal alle Städte Produktion durch. Abgeschlossen. Kinderkrippe. Produktion abgeschlossen. Nochmal Aerospace Complex. Ich gehe alle Produktion Städte durch. Produktion abgeschlossen. Samtgraspunkt baut mir einen Flieger. Okay. So, ich gehe alle Städte durch, habe ich gesagt. Raketen, Nadeljet, das Schiff brauchen wir nicht mehr. Ich habe, denke ich mal, genügend Inseln in der Tiefe. Wer hat keinen Nadeljet? Hier drüben ist kein Nadeljet, da fliegen wir also hin. So. Unterstützung von hier aus, Position halten. So sieht's aus. Was haben wir noch an Truppen? Du stehst da gut. Aerospace Complex wird diese Runde fertig, kann also an der Stelle bleiben. Keine Aktion ergreifen und die Position halten. Die Kapseln. Was machen wir mit den Kapseln? Verteilen in alle Richtungen. Ich denke, ja, hier sind wir erst bei 7. Das ist nicht so schön. Die müssen alle an Bord. Fleißig an Bord. An Bord, an Bord, an Bord. An Bord, an Bord, an Bord. Ihr werdet alle verschifft. Du stehst in Ruinen, da darfst du dich melden. Du hältst die Position, wenn du dran bist. Dich müssen wir jetzt mal sichern, nicht dass der mir noch einklaut. Runde beendet. Der Lall von den Friedenstruppen, greift er mich an. Meine zivilen Einheiten, bombt er mir da weg. Das mag ich ja jetzt gar nicht so. Okay. Womit fangen wir an? Bitte bestätigen. Hier drüben verlassen wir endgültig die Städte, würde ich sagen. Oh, hier Abwehrzone können wir ausrangieren. Bitte bestätigen. Gibt Geld, brauche ich nicht. Kommandozentrale können wir ausrangieren. Kann nur ein pro Runde. Bitte bestätigen. Zack, okay. Haben wir hier auch sowas? Abwehrzone, jawohl. Auf allen Basen ausrangieren. Bitte bestätigen. Alle 10. Das ist okay. Ich habe ja durch das Wunder oder durch das Geheimprojekt alle Abwehrzonen überall. Bitte bestätigen. Dann können wir auch alle verkaufen, die wir noch hatten. Hier oben Arbeiternetzwerk. Bitte bestätigen. Verlassen. Und das Kollektiv, das muss erstmal. Es wird nächste Runde fertig. Also hier werden überall Basen nächste Runde fertig. Die Flotte ist unterwegs nach Hause. Und dann gucken wir uns nochmal die großen Städte an. Aerospace Complex wird fertig. Das ist gut. Was haben wir hier? Kinderkrippe in Herbstlichtung wird fertig. Das ist gut. Das Ganze hat aber noch ein weiteres Thema. Hier ist auf jeden Fall eine Koloniekapsel.
Die aktivieren wir mal, fügen die hinzu. Runde beendet. Dass das hier Größe 8 ist, dann haben wir ein bisschen Umweltschäden. Das wollen wir eigentlich nicht. So, und den setzen wir auf Empath. Dann sind die Leute glücklich. Gefällt mir ganz gut so. Zwei Wachen, ein Psychovirus. Alles super. Die Wache müssen wir dann austauschen gegen Flugzeug, würde ich sagen. Letzte Rose des Sommers. Baut Transportraupen, das ist okay. Zwei Wachen stehen auch hier. Lied des Planeten. Ineffizienz. Größe 10. Hat den Flieger jetzt gebaut. Kann damit wieder was Ziviles bauen. Vielleicht Erholungsgebiet, Wohnkomplex. Erstmal Erholungsgebiet, würde ich sagen. Den setzen wir mal auf Empath. Maiglöckchen baut Transportraupen, das ist wichtig. Neues Jerusalem wird verlassen. Ruins, Trans, Seidenstahlwachen. Die Fieberwache. Okay. Brauchen wir eigentlich überhaupt noch nicht. Es greift ja doch noch keiner an. Also, wofür? Machen wir doch lieber auch hier ein bisschen was. 5 Mineralien gehen verloren, egal. Ziviles. Samtgraspunkt baut den Nadeljet. Und relativ unglücklich hier die Leute. Da müssen wir was tun. Hier haben wir die Viererwache schon, okay. Shallows, das Reservat. Müssen wir ein bisschen hoffen, dass hier nichts passiert. Silbervogelpark, die Kinderkrippe, okay. Sieht auch gut aus. Wir gehen mal auf Empathen. Dann können wir hier ein Meer setzen. Sitz der guten Gedanken ist mein Hafen zum Verlassen, okay. Treibhaus Tor, hier habe ich Umweltschäden. Das möchte ich eigentlich nicht so gerne. Aber Wachstum kannst du haben und dann ändern wir, das Flugzeug ist da, auf ein ziviles Ziel, Erholungsgebiet, Arbeitsnetzwerk wird verlassen, Kollektiv wird verlassen, die Blumen predigen, haben wir den Flieger auch schon, also setzen wir auch hier ein Erholungsgebiet, Erlösungsbasis Gerichtssitz wird verlassen und hier bauen wir den Aerospace Komplex, okay. Den haben wir ansonsten hoffentlich überall. Wenn nicht, sieht es übel aus und ich brauche die Flugzeuge. Runde Ende. Gucken wir uns das an. Aha. Produktion abgeschlossen. Glotzofan baut den Aerospace Komplex. Kann als nächstes eigentlich dann das Erholungsgebiet hinterher setzen. Wie können wir das beschleunigen? Hier. Auflösen von Militäreinheiten. Nächste Runde. Produktion abgeschlossen. Komplex fertig. Koloniekapsel im Kollektiv. Okay, und sie hungern im Kollektiv. Das ist eigentlich nicht so schön, ne? Kollektiv, so ist stagnierend und Produktion läuft. Okay. Neues Jerusalem verlassen. Produktion abgeschlossen. Arbeitsnetzwerk baut Koloniekapsel, hat damit nur noch Größe 1. Bitte bestätigen. Wird jetzt verlassen. Produktion abgeschlossen. Keine Mineralien mehr. Okay. Bitte bestätigen. Verlassen. Produktion abgeschlossen. Herbstlichtung baut die Kinderkrippe. Hat den Aerospace-Komplex schon gebaut. Muss also den Raketen-Nadeljet noch nachliefern. Und kann dafür eine Wache auflösen. Und eine aktivieren. Produktion abgeschlossen.
Erlöserbasis. Keine Mineralien mehr. Bitte bestätigen. Unglaublich, was der alles unterstützen muss. Wird endgültig Produktion verlassen. Abgeschlossen. Sandgraspunkt baut mir mein Flugzeug. Das hält die Position und dann können wir hier zivile Produktion Ziele bauen. Silbervogelpark, Kinderkrippe. Das ist ganz gut. Aerospace-Komplex habe ich, aber das Flugzeug fehlt mir noch. Dafür können wir die Wache auflösen und die hier aktivieren. So, die aktivierte Wache. Transplasma-Garnison, nein, wo ist die Trans-Seidenstrahlwache für 40? Machen wir das doch. Du hast 5 Mann an Bord. Die fährst du mal ab. Die ganzen Koloniekapseln gehen an Bord. Der hält die Position da. Da oben passiert nichts. Jetzt können wir morgen Industries angreifen. Oh, hier. Kommandantenlager. Das sieht allerdings relativ übel aus hier, wa? Für die Spartaner. Da muss ich womöglich eingreifen. Dann helfe ich doch da. Ich habe doch mit dem auch eine Vendetta mit dem Lal. Jawohl. Okay. Dann besuchen wir mal Kommandantenlager, würde ich sagen. 4, 5. Bleibt noch an Bord. Unabhängige Kapsel hält erstmal die Position. Den verbessern wir zur Viererwache. Da haben wir nochmal eine Koloniekapsel. Noch eine. Die ziehen wir alle ab. Okay, was haben wir hier? Ozean. Terraforming anheben. Runde beendet. Runde beendet. Aber ich habe hier noch einen gesehen. Der steht da ganz alleine auf der Pläne. Der kann auch mit nach Hause gebracht werden. Runde beendet. Und Runde Ende. Klimaveränderung, Ernteeinbüßen in Glotzophan. Nächsten 10 Jahre minus ein Nahrung. Der gesamte Charakter einer Basis und seiner Bewohner. Gucken wir also gleich mal, wie es da aussieht. Oh, jetzt habe ich den Text weggedrückt. Das tut mir leid. Oh, minus Futter. Das ist aber nicht so schön. So. Noch mehr Futter kriege ich gar nicht hin. Ne? So. Minus 3. Okay, dann wird es zumindest nicht kleiner. Und dann bauen wir hier hybriden Wald. Verbessern wir die Futterproduktion im Wald? Auf jeden Fall. Eine Wache. Goldenes Zeitalter hat begonnen. Kollektiv ist im goldenen Zeitalter. Das ist schlecht, weil dann wächst er nämlich jede Runde. Jetzt fängt die Sau an zu wachsen jede Runde, oder was? So. Wachstum stagniert, Koloniekapsel ist unterwegs, beschleunigen. Bitte bestätigen. Sollen schön da rauskommen. Na, Arbeitsnetzwerk verlassen. Gerichtssitz verlassen. Erlösungsbasis verlassen. Ressourcenmangel. Sitz der guten Gedanken reicht nicht aus, um Koloniekapsel zu unterstützen. Weiter. Ressourcenmangel. Koloniekapsel. Ressourcenmangel. Dritte. Ressourcenmangel. Vierte. Oh, Ressourcenmangel. Fünfte. Ressourcenmangel. Sechste. Ressourcenmangel. Ressourcenmangel. Was ist da los? Ressourcenmangel. Zur Basis. Was ist da los? Du, warum unterstützt du von hier aus die ganzen Koloniekapseln? Ach, weil die da waren, als die Städte sich aufgelöst haben, oder was? Okay, das ist nicht so fein. Warten. An Bord. 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 Sandgraspunkt.
kommst den Sandgraspunkt an, fährst du wieder zurück. Was haben wir hier? Was haben wir denn? Hier oben ist nur eine Achter, die verbessern wir auf jeden Fall erstmal. Hier verbessern wir die Wache auf eine Vierer. Da vergrößern wir sofort die Stadt. Umweltschäden ist unproblematisch, sage ich mal. Einheit aktivieren auf Größe 10. Schon wieder Umweltschäden. Ja, nicht so schön, dass das jetzt hier mal mit Umweltschäden zu tun hat. So sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Okay, und die Wache hält die Position. Herbstlichtung wird von da versorgt. Okay. Silbervogelpark und die Wache hält die Position. Eine 9er wird auf jeden Fall eine 10er Stadt. Das haben wir ja überall jetzt am besten. So. Sieht gut aus. Was haben wir noch? Hier ist nur eine 9er, also eine Koloniekapsel dahin fahren. Und Kapseln absammeln. Da können wir noch eine Einheit aktivieren. Und eine Kapsel nach Hause fahren. Da ist eine Einheit zum Aktivieren und eine Kapsel zum Nachhausefahren. Da ist meine Marineinfanterie. Okay, er ist voller Fracht, unabhängig, abladen. Runde beendet. Runde beendet. Runde Ende. Produktion drauf. Abgeschlossen. Kollektiv baut Koloniekapsel. Das goldene Zeitalter ist zu Ende. Das ist auch gut so. Die nächste Kapsel ist schneller da als das Wachstum läuft. So können wir das machen. Produktion abgeschlossen. Baut Transportraupe. Baut Produktion noch eine. Abgeschlossen. Baut den Nadeljet. Position halten. Ändern auf Erholungsgebiet. Produktion abgeschlossen. Transportraupe kannst du weitermachen. Produktion abgeschlossen. Ruins, die Kinderkrippe. Ändern auf 2, 3, 4, 5, 6, 7. Erholungsgebiet. Baumfarm, Ökonomiebonus, Baum im Erholungsgebiet. Eine lösen wir auf. Eine aktivieren wir. Produktion zum Verbessern. Abgeschlossen. Raketennadeljet, da wird wieder einer fertig. Das ist gut, hier fehlt jetzt der Psychovirus. Aber du kannst dann mit Erholungsgebiet wieder zivile. Ich wurde bauen. Oft gefragt, wenn wir schon zwischen den Sternen hin und her reisen können, warum sind wir dann nicht fähig, die einfachsten Orbitalsonden zu starten? Diese Ignoranten verstehen nicht, wie schwierig es ist, die benötigten Materialien auf dem Planeten zu finden, die richtige Energiequelle zu entwickeln, die erforderliche Infrastruktur zu bauen. Kurz gesagt, wir haben unter den Einschränkungen gelitten, die uns als Kolonie auf einem jungfräulichen Planeten auferlegt wurden. Bis jetzt. Colonel Corazon Santiago, Planet, ein Führer für Überlebenskämpfer. So, orbitaler Raumflug, das ist super. Fusionskern der Unity retten kann ich jetzt als Antrag stellen. Wenn das passiert, weiß ich, jemand anders hat den Raumflug auch, kann auch die Planetenbombe bauen, die ist extrem gefährlich. Aber ich kann vor allen Dingen das schwebende Hydrokulturlabor. Und ich sag mal, da freue ich mich schon eine ganze Weile drauf. Du hältst die Position an Bord. Du kriegst ein Upgrade zur Seidenstahlwache. Ihr wartet mal. Transportraupe,
Bewegung fortsetzen. Du kriegst auch ein Upgrade als Seidenstahlwache. Position halten. Und Bewegung fortsetzen. Ich sammle Transportraupen. Und ihr wartet. Okay, jetzt geht es darum, Hydrokulturlabore schneller zu bauen als das hier. Meine Leute verhungern. Was haben wir hier? Eine Stadt von Lal, also eigentlich eine Stadt von den Spartanern, die die Friedenstruppen übernommen haben. Die können wir zurückerobern für die Friedenstruppen und denen zurückschenken, würde ich sagen. Und zwar auf die schnellste Weise, die es geht. Kommandantenlager. Trans-Seidenstahlwache spielt keine Rolle. Runde beendet. Runde Ende. Wald expandiert. Seetang expandiert. Abgeschlossen. Die Blumenpredigen baut Erholungsgebiet. Das ist schön. Ich habe alle Wachen zusammen. Nein, die Dreier soll noch eine Vierer werden. Und ich kann jetzt das schwebende Hydrokulturlabor bauen. Das machen wir auch gleich mal. Und die aktivieren Produktion zum Upgrade. Abgeschlossen. Lied des Planeten, Erholungsgebiet, Verteidigung steht. Bauen wir also ein Hydrokulturlabor. Und was haben wir hier? Du hältst die Position. Jawohl. Du auch. Du auch. Wieder eine Insel der Tiefe angekommen. Wieder was abholen. So, eine Koloniekapsel. Ich möchte gerne meine Städte vergrößern. Allesamt. Zehner sind im Moment angesagt. Einheiten verbessern zu den Vierer-Trans-Wachen. Warten. An Bord. Warten. Na, jetzt muss ich das für jedes Schiff, das ankommt, nochmal machen, oder wie? Warten. An Bord. Okay, er hält die Position, das ist gut. Du wartest an der Stelle. Du kannst wieder aufs Schiff gehen. Fracht ist voll, ab nach Hause. Fracht ist voll, ab nach Hause. Fracht ist voll, ab nach Hause. Das hat sich ja wohl mal gelohnt. Was machen wir mit dem Schiff? Fahren wir es erstmal hier unten rum zu Shallows nach Hause, würde ich sagen. In meine Richtung. Fünf, sechs. Na, ihr bleibt alle da an Bord. Runde beendet. So, Kommandantenlager zurück verschenken. Santiago. Okay. Den Direktor morgen überworfen. Schon eine vollständige Karte aller wichtigen Morgana-Einrichtungen. Okay, für Geld. Nein, ich brauche keine. Gruppierung ist sehr mächtig. Meine Truppen sind noch stark. Ah, ja, ja. Nein, es ist mir nicht so wichtig, dass du plötzlich orbitalen Raumflug kannst. Einen Schwesternpakt mit Vergnügen, gerne. Und den gibt es die Kartendaten jetzt dann doch. Und dann möchte ich gerne einen Vorschlag machen. Und zwar möchte ich gerne die Kontrolle über eine meiner Basen überlassen. Ich möchte ein Geschenk. Eine meiner Basen sollst du kriegen. Und zwar heißt die Kommandantenlager. Ja. Und da hat sie ihre Basis zurück und das ist auch ganz gut so. Denn die wollen wir gar nicht haben. Obwohl der sitzt hier echt ein bisschen nah dran. Da muss ich noch ein bisschen was tun, auf jeden Fall. Was haben wir noch? Wir gucken mal im Hauptquartier. Sozialtechnik. Was sagt das hier?
Minus bei Sondierung tut mir nicht weh, ich kann also auf Wissen wechseln, auf jeden Fall. Minus bei Unterstützung will ich noch nicht so richtig. Aber auf jeden Fall gehen wir mal auf Wissen. So, und Runde Ende. Produktion abgeschlossen. Treibhaustor entwickelt, Erholungsgebiet. Du bist dann dran mit einem Hydrokulturlabor. Eine Wache wird aufgelöst. Und eine Wache wird aktiviert. Kriegt ein Upgrade zur Viererwache. Und fertig, so. Und irgendwo an einer dieser vielen Positionen, da oben, war das der? Irgendwo war doch gerade so ein Psychovirus unterwegs, okay. Treibhaustor ist jetzt eine 10er-Basis. Müssen wir schnell reingucken. Umweltschäden, das möchte ich natürlich vermeiden. Also machen wir das so. Ne? Jawohl. Ein großer Schwarm von Ruins. Da ist keiner. Da ist ein Schwarm unterwegs. Wohin geht der denn? Befehl nach Ruins. Geh weiter. Du gehst nach Silbervogelpark. Meine Hauptstadt leidet am Hunger im Moment noch. Eigentlich nicht so günstig, wenn ich die jetzt vergrößere, oder? Egal, einfach drauf. Wird auch eine 10er-Stadt. Leidet natürlich immer noch am Hunger. Ne? Gar keine Frage. So würde ich sagen. Leidet extrem am Hunger. Aber nicht genug Energie. Hybriden Wald auch noch nicht bauen. Okay. Okay, Silbervogelpark hat sein Psychovirus bekommen. Da ist keiner drin. Dann gehst du als nächstes nach Treibhaustor. Truppen abwracken gehen. Der nächste Psychovirus. Hier ist einer drin. Die Blumen predigen ist einer drin. Lied des Planeten ist einer drin. Und das heißt, hier ist auch einer drin. Und das heißt eigentlich nur hier ist keiner. Und da stellen wir also auf jeden Fall einen hin. Infanterie zum Abwracken. Artefakte benutzen. Infanterie zum Auflösen. Unabhängiger Schwarm. Sammeln wir hier drüben, würde ich sagen. Lied des Planeten Gatling Rover wird aufgelöst. Wird in hybrider Wald umgewandelt. Sondierteam. Wer hat denn kein Sondierteam? Da gibt's eins. Da gibt's eins. Hier gibt's eins. Hier gibt's eins. Da oben ist eins. Und in der Stadt selber ist auch eins. Also hat eigentlich nur Ruins keins, oder was? Jawohl. Dann gehst du da oben hin. Sondierteam. Position halten. An Bord, an Bord, an Bord, an Bord. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr bleibt schön an Bord, alle Mann. Runde beendet. Runde Ende. Was haben wir hier? Steht jetzt eine Truppe. Die muss auch noch mit verschifft werden. Runde beendet. Und das Kollektiv. Bitte bestätigen. Kann noch ein bisschen schneller machen mit der Koloniekapsel. Runde Ende. Seetang expandiert. Wald expandiert. Seetang, Seetang. Produktion abgeschlossen. Kollektiv entwickelt Koloniekapsel. Und das ist auch dein Job für die weitere Produktion abgeschlossen. Herbstlichtung baut mir ein Erholungsgebiet. Verteidigung steht. Kann also zum Hydrokulturlabor wechseln.
Produktion abgeschlossen. Ins Erholungsgebiet. Wechseln wir dann also zu Hydrokulturlabor. Auch da. Produktion abgeschlossen. Graspunkt Erholungsgebiet. Hydrokulturlabor. Produktion abgeschlossen. Das Centauri-Reservat. Aerospace Complex. Machen wir uns nichts vor, das ist eigentlich extrem wichtig. Die Einheit wird aufgerüstet. Unabhängiger Schwarm. Dahin. Warten. An Bord, an Bord, an Bord, an Bord, an Bord, an Bord, an Bord. Alles, was da ist, muss an Bord. Unabhängiger Schwarm, Insel der Tiefe. Wohin mit der? Warum ist die überhaupt da angelandet? Ich würde sagen, ich stelle mir eine hier in die Hafeneinfahrt auf jeden Fall. Unabhängiger Schwarm, Insel der Tiefe. Da in die Hafeneinfahrt einsetze, setze ich da auch ein vor die Hafeneinfahrt. Unabhängiger Schwarm, dahin keine Aktion ergreifen und einfach da stehen bleiben, wo du bist. Die Wache hält die Position. Was haben wir hier? Sitz der guten Gedanken. Hier ist wieder eine Infanterieeinheit angekommen, die aufgelöst werden kann. Noch eine. Auflösen, auflösen, auflesen. Werdet alle zu hybridem Wald, würde ich sagen. Auflösen, auflösen, auflösen. 7 Runden noch, bis der Wald fertig ist. Das ist der große Schwarm aus Ruins. Der darf die Position halten und Ruins darf ihn weiter unterstützen, würde ich sagen. Das ist das Sinnvollste, was ich machen kann. So, du wirst auch aufgelöst. Noch 6 Runden, bis der Wald fertig ist. Unabhängiger Schwarm kommt dahin. Reifer Schwarm von Lied des Planeten. Reifer Schwarm von Lied des Planeten. Ich habe ja eigentlich genug unabhängige Schwärme, ne? So sieht er aus. 5er Fracht. Setzen wir hier vorne in den Hafen, würde ich sagen. Als Wache. 10er, 10er, da unten kommt schon einer hin. Da oben ist nur eine 8er, da gehst du erstmal hin. 10er, 10er, fangen wir an auf 11er zu bauen. Auf 11er zu bauen. Du wartest. Die Truppen finde ich ja extrem interessant. Ja, Koloniekapsel. In Kollektiv. Er ist voll mit Fracht, ab nach Hause. Er hat nur 3 Truppen an Bord, egal, ab nach Hause damit. Und damit sind wir hier wieder bei den. Ja, hat sie sich festhalten können. Okay. Da sind wir wieder bei meinen Marinetruppen. Runde beendet. Ich würde sagen, ich komme langsam aus der richtigen Richtung dran und dann am besten hier gleich rein. Ne? Von hier da rein. Ja. Wald expandiert. Produktion abgeschlossen. Maiglöckchen entwickelt Transportraupe. Macht Produktion mehr. Abgeschlossen. Silbervogelpark baut das Erholungsgebiet. Kann also noch eine Produktion nach außen setzen. Und dann setzt du mir ein Hydrokulturlabor. B. Das drückt man natürlich nur, wenn man hinterher auch kontrollieren kann, dass es nicht versehentlich in irgendeiner Weise Umweltschäden gibt. So. In Ruins sieht alles gut aus. Der hat nichts an Bord. Okay, den können wir also mal da stehen lassen. Die Blumen predigen. B. Und auch hier gibt es jetzt Umweltschäden. Da müssen wir was gegen tun. So. Transportraupe. Ne, hält die Position.
der Siedlungsbehörde und dann ist er darüber gegangen. Ja, ich gehe von Süden aus dran. 2, 3, 4, 5, 6. Runde beendet. Das sieht gut aus. Runde Ende. Wald expandiert. In der Nähe von Kollektiv. Das ist gut. Da oben die ganze Waldfläche. Im Grunde kann sie mir egal Produktion sein. Produktion abgeschlossen. Rose des Sommers baut Transportraupen. Damit machst du schön weiter. Bewegung fortsetzen. Position halten. In Ruins ist alles schön. Da ist jetzt auch ein Schwarm angekommen. Du wartest. Du gehst an Bord. Du gehst an Bord. Unabhängiger Schwarm. Hier können wir noch terraformen. Da können wir noch terraformen. Das heißt, wir können hier eigentlich mal Seeformer bauen. Superfusions-Seeformer fügen wir mal ein. Ja, noch ein bisschen was zum Seeformern hier. Und dann setzen wir ein Schiff hier vor. Also Elva. Hier gehen wir hin für eine Elva. Du kriegst ab jetzt deine Unterstützung von hier und hältst die Position. Okay. Da haben wir einen Hafen gesetzt. Da haben wir im Grunde keinen Hafen. Da setzen wir noch einen hin. Infanterie abwracken, abwracken, abwracken. Koloniekapsel hier hoch, Koloniekapsel ganz nach oben und damit sind wir bei allen auf der 11. Terraforming abgeschlossen. UN-Informationsbehörde. Ich denke, Hochkommission schnappe ich mir zuerst. Im Vorbeifahren sozusagen. 3, 4, 5, 6. Du hast einen an Bord, gehst also da. Runde beendet. Rüber. Okay, Kollektiv, Koloniekapsel, wie sieht's aus? Du unterstützt noch mehrere davon. In vier Bitte Runden wäre die bestätigen. Nächste fertig. Ja, bau mal noch eine. Und Runde Ende. Produktion abgeschlossen. Kollektiv baut Koloniekapsel. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So. Wächst um einen. Kinderkrippe. Ausrangieren. Bitte bestätigen. Baust in 13 Runden die nächste Koloniekapsel, dann sind hoffentlich die alle weg. Die riskieren wir jetzt mal nicht. Und die fährt raus, runter vom Land. Garland Crater. Okay, Uranium Flats. Ein Schiff. Ich hab noch ein Schiff. Okay, das gehen wir abfragen. Obwohl es unabhängig ist, aber was soll ich mit einem Schiff, das ich nicht wehren kann? Ein reines Transportschiff, ne? Das bringt ja nichts. So, da haben wir eine unabhängige Insel der Tiefe. Die macht mir die Wasserbrücke. Das ist auch ein unabhängiger Schwarm, der bewacht den Hafen. Dieser unabhängige Schwarm bewacht hier drüben. Silbervogelpark wächst um ein. Umweltschäden wollen wir nicht. So sieht das besser aus. Samtgraspunkt wächst um einen ohne Umweltschäden. Das geht in Ordnung. Hybrider Wald kann ich einfach so bestätigen. Das heißt, du kannst da noch stehen bleiben. Du hältst die Position. Du kannst warten. Die Blumen predigen wächst um einen. Das beinhaltet damit dann automatisch auch Umweltschäden. So, sieht das besser aus. Lied des Planeten wächst um ein. Auch da habe ich dann Umweltschäden. Das will ich nicht. So sieht das besser aus. Und meine Hauptstadt selbst. Ich bin immer noch am Hungern, aber der hybride Wald ist jetzt fertig. Und so könnten wir daran arbeiten, dann ist der Hunger auch so ein bisschen zurückgegangen. Zwar das Produktionsfeld nicht mehr,
Aber okay, dann gehen wir auf die 11 in der Hauptstadt. Unterstützung von hier aus, Position halten, okay. Du wartest noch eine Runde, okay. Dann gucken wir erst, was das jetzt hier in der Hauptstadt war. Minus 4, aber eigentlich sieht alles ganz gut aus. Und hier im Vorbeifahren UN-Hochkommission angreifen, würde ich sagen. Nicht meine Abwehrzone hat er sich dahin gesetzt. Das ist natürlich eine relativ schwache Leistung. So kannst du es nicht machen. Ne? Hast du jetzt nicht damit gerechnet, dass ich im Vorbeifahren deine Stadt aberobern würde, wa? Erobert. Und dann bleibe ich da stehen und schenke die Stadt hier meiner neuen Paktschwester. Runde beendet. Runde Ende. Setang expandiert. In dieser Anlage seht ihr ein Gemisch aus einheimischen Pflanzen und Erdpflanzen. Draußen stehen sie im steten Wettstreit, kämpfen um die lebensnotwendigen Spurenelemente. Oftmals kommt es vor, dass eine Pflanze eine andere zerstört. Hier jedoch werden sie gepflegt und gehegt. Alle Pflanzen gedeihen gemeinsam und der einheimische Fungus ist seiner furchtbaren Abwehrkräfte beraubt. Wie ihr sehen könnt, Wettstreit ist unnötig, sind genug Ressourcen vorhanden und wird der Wachstumsfaktor überwacht. Lady Deirdre Sky, Planetenträume. Ja, so sieht's aus. Hybrider Wald, der erhöht vor allen Dingen die Nahrungsproduktion von Waldfeldern. Und das ist auch ganz gut so, denn jetzt habe ich hier wieder Nahrungsproduktion, obwohl ich minus 1 Nahrung pro Feld bekomme. Umweltschäden. Wir wollen mal keine Umweltschäden. Was können wir als nächstes machen? Biolabor. Wohnkomplex. Würde ich sagen. Und dann lösen wir hier eine Einheit auf, um den Wohnkomplex voranzutreiben. Noch eine zweite. Ist er schon bitte so gut wie fertig? Bestätigen. Eine schöne kleine Theorie. Und tatsächlich ziemlich klar für ein System von 5 oder 7 Dimensionen, wenn wir nur in solch einem lebten. Akademiemitglied Prokhor Sakharov, jetzt sind wir uns selbst überlassen. Chaoskanone. Jawohl. Das ist doch nicht schlecht. Da gehen wir auf jeden Fall drauf ein. Das ist übrigens der letzte Spielzug in dieser Folge. Technologien, ja. Produktion abgeschlossen. Trans-Plasma-Garnison baust du. Die kann jetzt die Position halten und dann kann er hier einen Einsteigebefehl kriegen. So. Hier kommt Psychovirus an. Der kriegt ab jetzt die Unterstützung von hier und hält die Position, okay. Die Infanterie kann noch eine Runde weitermachen. Unabhängiger Schwarm, halten wir an der Stelle, was wir finden können. Okay. UN-Hochkommission. Ich gehe an Bord. 2, 3, 4, 5, 6. Runde beendet. Verschenke UN-Hochkommission an meine Paktschwester. Karte des Universitätsgebiets im Austausch gegen orbitalen Raumflug. Nein, warum? Das ist doch überhaupt nicht notwendig. Die Karte kriege ich doch eh gleich, wenn ich einen Satelliten starte. Und jetzt schenkt sie mir sowieso. Also ich möchte einen Vorschlag machen. Und zwar möchte ich eine Geste meines guten Willens, ich werde dir eine meiner Basen abtreten und die heißt UN-Hochkommission. Ich möchte auf eurer Insel am besten nicht so sehr vertreten sein oder wenn, dann jedenfalls nicht an dieser Position, da kannst du sein. Das ist das eine. Dann haben wir hier ein Aerospace-Komplex. Oh, Umweltschäden. Kann's nicht sagen. Bitte bestätigen. Beschleunigen wir auf jeden Fall mal und dann haben wir ja die Chaoskanone jetzt. Und wenn wir jetzt die Chaoskanone haben, dann brauchen wir jetzt eine Stadt, in der wir ein Chaos-Flugzeug bauen können.
denn bloß? Treibhaustor, Kollektiv, die Blumen predigen, Herbstlichtung, Lied des Planeten. Bitte bestätigen. Ah, okay, das schwebende Hydrokulturlabor, das machen wir noch. Einen leeren Slot und da haben wir jetzt den Chaos-Nadel-Jet. Den fügen wir ein. Und wenn wir den eingefügt haben, dann aktivieren wir das Flugzeug hier. Und das Flugzeug hier. Und hier haben wir bestimmt auch ein Flugzeug. Genau. Aktivieren. Und auch das Flugzeug hier. Jetzt gehen wir ein bisschen in den Luftkampf. Machen wir es mal, wie man das macht. Zeigen wir mal die Luftüberlegenheit, die ich mittlerweile ja haben dürfte. Einheit aktivieren. Ich denke, ich habe überall meine Einheiten aktiviert. Und fliege über Lied des Planeten. Nach Shallows in mein Gegnergebiet. Über Lied des Planeten. Da sollen sie alle zwischenlanden. Und dann fliegen wir. Runde beendet. Hier rüber, um hier an der Küste ein bisschen Stress machen zu können. Und wir beenden die Runde auch noch. Das Hauptziel Ihrer Verfassung und Ihres Staates ist es, immer wenn die Ansprüche des Gemeinwesens es erlauben, dass alle Bürger so weit wie möglich frei sein sollen, ihre Zeit und Energie aus dem Dienste des Körpers zu entziehen und sich der Freiheit und der Kultur des Geistes hinzugeben. Denn dies, so denken Sie, ist die wahre Freude des Lebens. Sir Thomas More, Utopia, Datalinks. Wohnkomplex. Das ist schön, den mag ich gerne. Dann bauen wir als nächstes. Pft. Was denn bloß? Centauri-Reservat. Ja, das, was am meisten kostet. Einheiten auflösen. Das bleibt alles stehen, okay. Produktion abgeschlossen. Mein Glöckchen macht schön weiter Transportrauben. Der Start meines ersten Satelliten. Jetzt haben wir ihn ermöglicht. Eine kartografische, grafische Erfassung aller unerforschten Teile des Planeten. Schwebende Farmen sind fantastische Schönheiten. Diese Farmen mit ihrem kilometerlangen Netzwerk aus Glas, eingerahmt in Metallgittern und dem Sonnenlicht, das die Urwälder von Vegetation im Innern durchflutet. Werden diese vom Licht getroffen, so spiegelt sich deren Herrlichkeit auf Meilen wider. Lebensspendende Sterne auf einem öden Planeten. Gärten mit Flügeln. Lady Deirdre Sky, Planetenträume. Ja, so sieht's aus. Schwebendes Hydrokulturlabor, das macht in jeder Stadt, die ein Aerospace-Komplex hat, jetzt ein zusätzliches Nahrungsproduktion. Ein Punkt. Pro Hydrokulturlabor, deswegen baue ich ja ganz viele davon, ne, um möglichst viel Wachstum rauszuholen. Und vor allen Dingen, mein erster Satellit heißt, ich kriege alle Kartendaten. Ich bin der Erste, der es macht, klar, keine Frage. Baue hier den Prototypen. Produktion abgeschlossen. Da baue ich einen Aerospace-Komplex, das ist auch ganz gut so. Denn dann kommt auch ab da jetzt Nahrung an. Setzen wir uns an den Wohnkomplex ran. Terraforming abgeschlossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bleibt schön an Bord des Schiffes. Insel der Tiefe, unabhängiger Schwarm, wird von hier verschifft. Warten. Gehst an Bord, gehst an Bord. Unabhängiges Bötchen wird trotzdem aufgelöst, weil ich kein unbewaffnetes Schiff mehr haben möchte. Meine Flieger fliegen alle hier rüber nach Shallows. Zweiter Flieger, dritter Flieger, vierter Flieger. Uiuiui, ich habe eine Menge Flugzeuge auf jeden Fall. Fünftes Flugzeug. Bewegung fortsetzen. Herbstlichtung ist ab jetzt auch Größe 11. Gibt es schon wieder Umweltschäden? Das wollen wir nicht. Da oben Treibhaustor ist jetzt Größe 11. Kriegt auch Umweltschäden verpasst. Das wollen wir nicht. Oh. Müssen wir nur einen Zweier wegnehmen? Okay.
Silbervogelpark, Größe 11, mit Umweltschäden im Gepäck. Das wollen wir nicht. So. In Ruins ist nichts los. Das Schiff bildet die Brücke. Runde beendet. Runde Ende. Und in Kollektiv ist noch ein bisschen was zum Verlassen möglich. Die beschleunigen wir bitte also. Bitte bestätigen. Ich da möglichst bald raus bin aus der ganzen Nummer hier drüben. Und jetzt haben wir die ganzen Weltkartendaten bekommen. Jetzt gucken wir nochmal schnell, ob nicht noch irgendwo so eine Kapsel liegt, die ich noch nicht gesammelt habe. Ich war ja eigentlich extrem fleißig, was diese Kapseln anging. Ja, es ist einfach, es gibt keine Kapseln mehr. Ich bin überall gewesen. Mount Planet. Uiuiui. Mount Planet. Schön. Monsun-Dschungel. Der ist eigentlich extrem gut. Den muss man besiedeln, hat aber offensichtlich der Friedenstruppler bereits gemacht. Er war auch ein bisschen weit weg, also machen wir uns nichts vor. Ich habe eher angenehme Insel mit der Universität zusammengekriegt. Da will ich mich mal gar nicht drüber beschweren. Centauri-Reservat. Bitte bestätigen. Kann ich mir leisten, das beschleunige ich auch noch. Chaos Nadeljet in 4 Runden. Bitte bestätigen. Ui. Beschleunigen wir auch noch. Und dann werde ich in der nächsten Folge offensichtlich gute Flugzeuge haben und in den Krieg mit den Friedenstruppen übergehen können. Das wird sehr, sehr angenehm werden. Denn meine Paktschwester hat ernsthafte Probleme mit ihm. Die sitzen ja auch zu dritt auf der Insel, ne? Da geht natürlich relativ schnell einer unter. Haben sie relativ lange alle drei durchgehalten und sie ist natürlich extrem klein. Aber da geht es dann erst später weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß, sag erstmal bis später. Ciao.